Und das demobilisiert natürlich die Wählerinnen und Wähler. Wir haben eine AfD, die sehr stark ist, und wir werden dafür sorgen, dass die in den nächsten 4 Jahren die Hosen runterlassen müssen, denn sie machen ja keine Politik für Beschäftigte, für Rentnerinnen und Rentner, für Arbeitslose. Und das werden wir sehr klar machen im Deutschen Bundestag. Die Politik trägt natürlich auch eine Verantwortung dafür. Die sind ja nicht vom Himmel gefallen. Und es gab offensichtlich Menschen, die sich auch vergessen gefühlt haben. Es gibt Menschen, die wollen rechts wählen, die wissen auch genau, was sie da wählen. Es gibt aber auch einige, die einfach sich wahrscheinlich in irgendeiner Form die Politik auch provozieren wollten und sagen wollten, hört zu, so geht das nicht mehr weiter. Und wenn man dann eben keine Mehrheiten organisiert gegen die Politik der Großen Koalition, gegen die soziale Spaltung in diesem Land, dann besteht immer die Gefahr, dass sich diese Leute natürlich nach rechts wenden, weil da jede Menge Maulhelden und Gangster-Nahlstreifen rum sitzen, die versuchen, die Menschen zu spalten. Und deswegen ist es wichtig, dass sich auch die SPD überlegt, ob sie ihren Tauchkurs weiter fortsetzen möchte oder auch mal wieder über Wasser kommen und mit uns gemeinsam diese Politik stellen. Ich glaube auch, ob es jetzt Jamaika oder eine große Koalition wird, die alle werden nichts anzubieten haben für die Leiharbeiter, für die Menschen in Befristung, für die Menschen in der Pflege, für die Armutsrentnerinnen und Armutsrentner. Und die AfD erst recht nicht, die will den beschäftigten Rentnern noch tiefer ins Portemonnaie fassen. Und deswegen werden wir klare Kante zeigen und sie hart angreifen.